Besatzung der Skylab waren nicht nur seltsam veranlagten Ingenieuren ausgeliefert, sie dienten auch als Pioniere und Versuchskaninchen für die Medizin. Auf der Erde behielten Ärzte die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper im Auge. Als erstes reagierten die Körperflüssigkeiten. In der Schwerelosigkeit verlagern sich die Flüssigkeiten im Körper. Man guckt in den Spiegel und da blickt einen ein Kürbis an. Ohne Schwerkraft wird das Blut immer weiter in den Kopf gepumpt. Glücklicherweise gibt sich das nach einigen Tagen. Aber da die Gliedmaßen wenig Arbeit haben, setzt bald Muskelschwund ein. Es sind andere Belastungen als auf der Erde. Die Beinmuskulatur geht zurück und das Herz baut ab, weil es weniger Arbeit hat. Dank einfacher Trainingsgeräte konnte der Muskelschwund zumindest reduziert werden. Dennoch verlor die erste Skylab-Besatzung innerhalb weniger Wochen 20% ihres Muskelgewebes. Also ordnete die NASA täglich anderthalb Stunden an. Das ist das Trainingsfahrrad. Den Sattel haben wir abmontiert. Der hat gestört. Wir haben ein paar Handtücher da oben hingelegt und fuhren im Stehen, den Kopf an der Decke. So konnte man den gesamten Körper strecken statt. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Mir hat es echt Spaß gemacht. Außerdem wanderte die Flüssigkeit zurück in die Beine und man bekam wieder einen klaren Kopf. And your head felt clear again. Neben dem Training legt Mission Control auch den restlichen Tagesablauf der Astronauten immer präzise fest. Das beeinflusst die Moral der Crew, wie sich deutlich bei Skylab 4 zeigte. Toll, jetzt willst du nicht runter, oder was? Kannst du doch. Perfekt. Erstens interessante, intellektuelle, anspruchsvolle Tätigkeiten und zweitens keine total durchgetakteten Abläufe. Das Programm der Crew war so straff und anspruchsvoll wie bei früheren Kurzformflügen. Unzählige medizinische und astronomische Experimente mussten durchgeführt werden. Dazu noch diverse Außenbordeinsätze. Wir hatten zu viel Programm und das führte zu Fehlern. Das begann gleich zu Beginn der Mission.